So, da kommen wir wieder zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Pokémon Platin in hier ziemlich unheimlicher Stimmung. Wir sind hier immer noch in der Galaktikzentrale und ich glaube, wir dürfen hier noch gegen Saturn kämpfen. Darf ich den auch mal verkloppen? Du bist hierher gekommen, um ein paar Pokémon zu retten? Ich verstehe unseren Boss nicht. Ich habe ihn noch nie verstanden. Warum lässt ein Kind wie dich unbewilligt kommen und gehen? Wir Team Galaktik nehmen uns, was wir brauchen und zerstören den Rest. Egal, du hast es so gewollt. Ich werde dich willkommen heißen. Als kleine Rache wegen deiner Beleidigung am See. Oh ja, gegen meinen Lieblingskommander von Team Galaktik kämpfe ich doch am liebsten. So. Wir haben hier auf jeden Fall erstmal ein Gulbat als Gegner. Das kriegt für uns doch erstmal einen schönen Surfer ab. Den wird es zwar überleben, aber... Oh nee, komm. Wieso Konfustrahl? Okay, dann wechseln wir halt aus. Ich mag mich jetzt nicht mit der Verwirrung hier drin bleiben. Machen wir das halt mit Sir Nicholas. Der Windschnitt, der trifft neutral. Du kriegst eine Lichtkanone. Ich mag die Musik, die kommt, wenn man gegen Galactic Commander kämpft. Gegen Toxicroak. Lassen wir hier gleich unseren Nicholas drin. Wusstet ihr eigentlich, dass Commander Saturn im Anime ein Shiny Toxicroak hat? Also für die Leute, die den Anime mal gesehen haben, bis zum Sinnoh kann man sich den ja so einigermaßen noch anschauen. Aber im Anime hat er wirklich ein Shiny Toxicroak. Fand ich sehr faszinierend. Natürlich reicht das. Gut, Nick hat nicht unbedingt die beste Verteidigung, er war ein bisschen angeschwächt und er hatte eine Schwäche gegen Kampfattacke und Toxicroak hat nicht gerade wenig Angriff. Ich bin aber eigentlich davon ausgegangen, dass ein Erdbeben hier reicht. Na gut, kann man sich ja irren. So, was kann als nächstes? Bronzel. Na gut, Wupan ist zwar stark geschwächt, aber mal schauen, mit ein bisschen Glück trifft der Feuersturm. Und wenn der trifft, dann sollte das auch, ja, das sollte reichen. Wir sind unter 33%. Und wenn ich jetzt Glück habe, überlebt er das. Bronzel hat nicht wirklich viel Spezialangriff, das ist also möglich, dass wir das überleben. Okay, aber dafür waren es einfach schon zu wenig KP. Ja, gut, dann müssen wir das halt... Na gut, dann machen wir das mit Chris. Dann kriegst du jetzt erstmal einen Funkensprung. Müssen wir dich halt neutral verkloppen. Oh, und paralysiert haben wir ihn. Konfustrahl. Ach ja, wie ich solche Attacken schon wieder liebe. Natürlich haue ich mich selber. Ist ja nicht schlimm genug, dass ich vorhin den 85 zu 15 verloren habe, dass der Feuersturm daneben gegangen ist. Jetzt verliere ich auch noch eine 50-50 von der Verwirrung. Haben wir den jetzt auch mal besiegt? Ah, warum bist du so stark? Na gut, mach doch mit diesen drei Pokémon, was du willst. Drück den Knopf auf der Maschine, um sie zu befreien. Das machen wir doch. Ich mag die drei nämlich. Unser Boss schuf eine rote Kette aus Kristallen, die er den drei Pokémon abnahm. Er benötigte diese rote Kette, um etwas an den Kraterberg zu ketten.
Und es scheint, dass er sie auch braucht, um etwas zu erschaffen. Mehr weiß ich nicht. Wer weiß schon, was er da oben eigentlich vorhat. Selbst Saturn und das Kind Zyro... Saturn und selbst Zyro scheitern an einem Kind. Die Situation bei Team Galactic ist überaus besorgniserregend. Auch Zyros Plan da oben am Kraterberg scheint nicht ganz unproblematisch. Und ob er überhaupt funktionieren wird, ist fraglich. Man sollte eine völlig andere Lösung in Betracht ziehen. Eine, die Charons Genie angemessen ist. Ja. Wobei ich deine Idee, die du am Schluss dann hast, auch nicht so viel besser finde. So. Na dann. Gehen wir mal weg hier. So. Wir haben ein bisschen was zu tun. Und zwar... Bevor wir jetzt überhaupt zum Kraterberg gehen. Ich würde gerne nochmal ganz kurz nach Trostu. Dort gibt es nämlich im Supermarkt etwas zu kaufen, was ich gerne hätte. Ach ja, Moment, da müssen wir andere anquatschen. Nämlich die Finsterbälle. Da hätte ich gerne mal so, ja, dass wir 40 Stück haben. Das reicht dann erstmal. Moment, haben wir noch genug Schutz? Ich habe, Moment, der Schutz ist hier irgendwo drin. 8, oh, das reicht gerade noch so für einen Kraterberg, ja. Anfangen tue ich den heute auf jeden Fall noch. Lassen wir zuallererst mal die Pokémon heilen. So. Dann fliegen wir an den Punkt hin, wo wir am leichtesten den Kraterberg besteigen können, und das ist Erzählingen. Ich muss Fiona jetzt erstmal ablegen, weil wir brauchen das VM-Opfer. Wir müssen kraxeln, zertrümmern, Stärkefelsen verschieben, alles Mögliche. So. Na dann. So, Superschutz rein. Und dann legen wir mal los hier. Und da ist noch ein Item, das nehmen wir mit. Protein. Ja, kann man ja immer mal brauchen. So, bevor ich da jetzt versehentlich runterspringe, gehen wir das lieber mal langsam an. Ist hier was? Nö. So. Das machen wir allerdings im langsamen Gang hier. Hier haben wir noch einen Topschutz, das ist sehr schön. Ist hier was? Ja, ein Purpurstück. Hier brauchen wir die Stärke. Da unten ist auch noch ein Item. Ein Fluchtseil brauchen wir ja so dringend, weil wir ja Schaufler dabei haben und so. Hier machen wir mal ganz kurz einen Zwischenstopp. Hier gibt es nämlich noch einen kleinen Timerball. Und hier können wir auch noch mal ganz kurz kraxeln. Und da kriegen wir noch ein Eisen. Schutz wirkt nicht mehr. Das lässt sich ändern.
das Item hier nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Oh, das ist der Steinhagel. Sehr nette TM. Hier gibt's nix. Was haben wir hier noch? Ein Top-Beleber, den kann man auch immer mal brauchen. So. Und da ist Lebel. Mal wieder mit seiner total tollen Musik. Schauen wir uns doch mal dieses Loch an. Meine fachmännische Spurnase sagt mir, dass hier einst eine Wand mit einer Höhlenmalerei den Weg zur Spitze versperrte. Sie ist jetzt weg. Naja, sie liegt da am Boden. Sowas habe ich erkannt. Sicher ist dir meine akademische Beweisführung klar. Seitdem die drei Pokémon der Seen von diesem Team gefangen wurden, seitdem geschieht gar Schreckliches. Aber auch mein überragendes Genie liefert keine weiteren Antworten. Der Ursprung dieses Übels ist aber klar. Es ist Cyrus vom Team Galaktik. Und nun, wie sind wir alle in diese Sache verstrickt? Wir müssen weiter. Aber tu dir nicht an dem Geröll hier weh. Ich bin vorhin gestolpert. Sei ein guter Trainer, beweise, dass du es in dir hast und schreite voran. Es ist gut, du kannst dich entspannen. Der Probe habe ich dich unterzogen, um zu zeigen, dass du mir überlegen bist. Verstehst du? Überlegen. Auch wenn mein Geist etwas schärfer sein mag, auch die Commander sind mir überlegen und dieser Cyrus. Ich komme an Team Galaktik einfach nicht heran. Du musst es aufhalten. Nur dir ist es möglich. Ich kann dir nur dies mitgeben. Vor langer Zeit gelangte es während einer Untersuchung in meinen Besitz. Die schwarze Flöte. Hier, bitte, halte Team Galaktik auf. Ja, das machen wir doch dann, wenn er uns schon so nett fragt. Bevor wir da weiter nach oben klettern, holen wir uns hier noch was. Schutz wirkt nicht mehr. Der Schutz hat gefälligst erst dann aufzuhören, wenn ich das sage. Wir Rüpel haben zwei Aufgaben. Zum einen dafür sorgen, dass unsere Operation am Gipfel gelingt und zum anderen das Fernhalten jeglicher Eindringlinge. Ja, probiert's es doch. Skunkapo Level 43. Aber hey, die sind gar nicht mehr so hardcore unterlevelt, wie sie sonst immer sind. Gut, normalerweise renne ich ja auch immer mit drei Pokémon im Team durch. Drei Pokémon werden die Erfahrungspunkte schon wesentlich großzügiger verteilt. Ich kann das nicht akzeptieren und will das nicht akzeptieren. Ja, musste aber. Dann holen wir uns gleich den nächsten Galaktiker. Unsere Zeit ist gekommen, die Zeit des Team Galaktik. Ich bin am Überlegen, ob ich heute den Part ein bisschen überziehen soll. Weil der Koto und ich haben mehr oder weniger vor, ab der nächsten Folge dann wieder den ganzen Kraterberg-Gedöns wieder zusammen aufzunehmen. Deswegen würde ich sagen, ich spiele heute einfach mal so lange, bis wir am Gipfel sind. Auch wenn wir da schon wieder eine Folge mit Überlänge haben. Aber ob jetzt dann noch eine mehr oder weniger drin ist, das macht jetzt, glaube ich, auch schon nichts mehr aus. Außerdem habe ich das Gefühl, Koto würde sich hier nur heillos verlaufen, wenn ich ihn hier irgendwo rauslassen würde. So. Oh Gott, ich sehe hier fast gar nichts. Hier ist so ein Eingang. Ach, das ist der Weg, okay. Ja, da hinten kommen dem Wasser, kommen wir erst weiter, wenn wir Kaskade haben. Hier ein Stärkefelsen. Hier haben wir noch einen Zertrümmererfelsen. Da müsste dann dementsprechend ein Item dahinter liegen, weil sonst wäre er nicht da. Welche Höhe ist das hier? Ah, das ist sogar die richtige, da bin ich noch gar nicht hin. Natürlich hört jetzt der Schutz auf zu wirken. Na gut, wir können ja hier noch ein bisschen außen rum gehen. Das hohe Gras vermeiden. Hier im Schnee kommen ja keine wilden Pokémon. So, da hinten waren wir gerade. Da oben will ich erst hin.
Höhle da oben. Da oben müsste doch eine sein, oder? Oder war hier noch keine? Nee, hier waren nur Items, okay. Ein Noctu. Ach, hier hagelt's schon wieder. Jetzt noch ein Sternenstück. So. Na dann. Machen wir mal den Schutz wieder an. Da unten ist übrigens der Wasserfall, an dem wir erst hoch können, wenn wir Kaskade haben. Da hinten ist dann eine Höhle, da sind drei Items sogar drin. Nämlich zum einen die, ich glaube die Azeus-Gesteinstafel ist da drin. Also die Steintafel und dann noch der Weißorb und der Adamantorb. Oh, das ist aber ein schönes Matchup für Neo. Ein Feuer-Pokémon. Dann kommt ein Golbat. Machen wir das mit Chris. Die sind eh alle gerade auf demselben Level, da kann man durchaus gleich mal ein bisschen gleichmäßig die EP verteilen. Und einfach auch mal vorteilhaft spielen. Wir müssen ja hier sowieso noch halbwegs heil da oben ankommen. Auch wenn wir immer noch genug Zeug dabei haben, um unsere Pokémon wieder zu heilen. Das ist dann wieder was für Neo. So. Einmal Surfer und dann soll's das gewesen sein. Neo ist zumindest mal fast Level 46. Und dann nächste Galaktika. Oh, schon wieder ein Skunkerfu. Die sollten sich echt langsam mal ein paar neue Pokémon besorgen hier. Level 46 für Neo. Ja, der Spezialangriff ist ja auch schon fast auf 100. Ein Golbat. Das ist dann wieder was für Chris. Alle anderen tun sich gegen Golbat ja sowieso relativ schwer. Dass das letzte Pokémon, das ich noch ins Team nehme, sogar noch stark gegen Golbat ist. So, Level 46 auch für Chris. 128 Angriff hat der jetzt schon. Oh ja. Ist zwar nichts im Vergleich zu dem, was meine CP-Mons so normalerweise haben, aber es ist trotzdem schon mal ganz nett, sowas auch im LP noch so ein bisschen mitzuverfolgen. Das hier war, glaube ich, die Höhle, die ich vorhin gesucht hatte. Ja, das war die. Hier gibt es ein paar Trainer zu verkloppen und ein paar Items zu finden. Die wird ein bisschen länger zum Erkunden brauchen, aber das ist auch ziemlich die letzte große Höhle, die ich hier jetzt noch erkunden muss. Danach muss ich nur einmal komplett außen rum und dann noch durch eine kleine, ziemlich geradlinige Höhle durch und dann sind wir sowieso am Gipfel. Ja,
Horrorblick, das kannst du ruhig machen. Hatte sowieso nicht vor auszutauschen, nachdem ich jetzt hier schon drin geblieben bin. Also. Ich sollte vielleicht noch jemanden vortun, der noch Level 45 ist. Zum Beispiel mal den Nick. Ich kann mir jetzt aussuchen, wie rum ich gehen will. Es ist sowieso im Endeffekt ein Kreisgang hier. Moment, war hier nicht irgendwas? Nee, hier war tatsächlich gar nichts. Aber da oben ist was. Heilpuder. Ist hier was? Ja, ist auch was. Mal hier den Sternstaub. So, da hinten müsste der eine Rüffel sein, der den Ausgang blockiert, ja. Schutz wirkt nicht mehr. Immer noch. Der Schutz hört erst dann auf zu wirken, wenn ich es sage. Oder wenn er mir ausgeht. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen Galaktiker. Einem Glibunkel. Ich habe mir noch die Maus hier unten im Bild. Ein Tiefschlag, ja gut. Sei froh, dass es hier noch keine versteckten Fähigkeiten gibt, die der haben könnte. Sonst hättest du jetzt noch ein größeres Problem. Na gut, dafür hat er hier noch eine Doppelresistenz gegen Unlicht. Unlicht war hier auch noch nicht effektiv gegen Stahl. Weiteres Glühbunkel, da bleiben wir noch gleich drin. Jetzt kommen sie alle mit ihrem Tiefschlag daher. An sich eigentlich eine super Attacke, aber... naja. Bringt halt nichts, wenn man es gegen ein Pokémon einsetzt, das dagegen eine Doppelresistenz hat. Ein Skunkapu. Aus der lauter Pokémon, die so eine tolle Bodenschwäche haben hier. Da freut sich das ja Nicholas doch. Vor allem, weil er neben Wendigo der einzige im Team ist, der Bodenattacken kann. Ramurks. Ja, okay. Du kriegst dann erstmal eine Aurasphäre. Und reicht das schon für ein Level Up? Ja, reicht das schon. So. Charmian, okay, da bleiben wir doch gleich drin. Wenn er uns schon Normal-Pokémon vor die Füße legt, bleiben wir doch hier wirklich. Okay. Wobei ich auch hätte Wupan reinschicken können. Der ist ja auch ein Kampf-Pokémon. So.
dann haben wir sie alle mit einer Aurasphäre besiegt. Eigentlich schade, dass sie die Attacke in der 6. Gen noch ein bisschen genervt haben. Von 90 Schaden runter auf 80. So. Hier haben wir noch ein Grünstück. So. Aber mehr mache ich hier in dieser Höhle jetzt nicht. Auch wenn hier wahrscheinlich noch ungefähr 3 Items rumliegen, aber die sind mir jetzt auch schon egal. So. Ich glaube erstmal hier rauf. Dann kriegen wir hier noch einen Mondstein, den wir nicht brauchen. Hierauf. Und hier geht's weiter. Und hier ist doch bestimmt ein Item, oder? Nee, hier ist doch keins. Hier auch nicht, okay. Da unten wären bestimmt noch welche, oder? Ja, natürlich kommt jetzt nur das Pokémon. Ein Schneebedeck. Ja, deine Fähigkeit kann stecken lassen, es hagelt hier eh schon. Schauen wir doch einfach mal, ob da noch was ist. Itemradar zeigt uns nichts an. Ist hier was? Ja, ist hier. Eine Kraftwurzel. So. Superschutz. Und dann machen wir den letzten Pfad nach oben Richtung Speersäule auch noch. Mal Aurasphäre bitte. Ich mag diese Attacke. Charmian. Na gut, jetzt können wir vielleicht mal mit Lupin wieder reinkommen. Freut sich ja schließlich auch, wenn er mal wieder ein paar Normal-Pokémon verprügeln kann. Und Charmian hält ja auch so wenig aus, dass ein Rap-Tempo-Hieb von ihm auch locker ausreicht. Auch wenn unser Wupan leider keine Eisenfaust hat. Einer der Starter mit den besten versteckten Fähigkeiten, die man haben kann. Wobei an Quatschutzu mit Wandlungskunst kommt wirklich nichts mehr ran. Aber Panfernus Eisenfaust, die ist einfach toll. 20% mehr Schaden auf alle Box- und Hieb-Attacken. Gulbat. Ja, da möchte ich wechseln. Ja, ich habe nichts mehr da, was ein Gulbat effektiv besiegen kann, was nicht mit was noch nicht Level 46 ist. Gut, dann machen wir es einfach mit Chris. Der hat zumindest leichtes Spiel mit Gulbat. Und er erleichtert sie außerdem um ihren etwas stärkeren Angriffswert. Wobei die Angriffswerte von Golbat jetzt auch nicht so weit auseinander liegen. Also der physische ist schon nochmal ein gutes Stück über dem speziellen, aber insgesamt sind beide Werte sogar spielbar. Sogar bei Expert noch.
Ich glaube, bei Xbox ist es zumindest im Verhältnis 90 zu 70. Lupin ist noch vorne, das passt. So, wir sind schon fast bei der Speersäule. Sturm. Ich meine zwar nicht, dass der reicht, aber man kann es immer probieren. Oh, er reicht sogar. Umso besser. Ein Glied-Bunkel, da bleiben wir drin. Die Bunkel sehe ich jetzt nicht so als akute Gefahr, also kann man hier mit dem Flammenrad draufhauen. Dem hält die Bunkle ja auch nichts aus. Ein Kramurks, da bleiben wir auch noch drin. Kramurks könnte mir zwar mit Flugattacken gefährlich werden, aber... Oh, der überlebt es sogar. Aber der greift mich sowieso mit Unlichtattacken an. Ja gut, dein Pech. Reicht's fürs Level Up? Das ist jetzt die große Frage. Nee, natürlich genau nicht mehr. So. Na dann. Hier an dieser Stelle machen wir eine kleine Aufnahmepause. Bei der nächsten Aufnahme werde ich so oder so wieder mit dabei sein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Nur ist Koto dann am Steuer und ich sitze nur dahinter. Also, bis dahin, macht's gut!